der Chang selber geschrieben in den 80er Jahren. Als sie wieder all bedremmelt haben, Herr Jülich, Sie gehören doch nicht dazu. Das waren doch alles gerade. Sie haben doch mit diesen Edelweiß, mit diesen Verbrechern nichts zu tun. Und da hätte Chang gesagt, ich bin stolz, Truppenkrat zu sein und hätte Lädchenschrippe, einen Text. Den hat die Familie vertont, das wollen wir euch jetzt mal vorsingen. Im Textheftchen findet ihr das und es wäre schön, wenn ihr spätestens nach dem zweiten Refrain mitsingen könnt. Das ist extra für Kölsch hier mal, spät abends die Viere. Hat ganz wenig Wörter. Beste Wochen im Himmel.
Und der Herr J. hat dich direkt als ihre Bürgerin gesetzt. Und er sät und steht ob und sät. Und nun ob und droht Hus und sät Granitzka, du widerlich Fräsen. Granitzka, wann gehst du endlich schliere, dat der Schank in Kölle uns nächste Grad. Hat ja ein früherer Kriminaldirektor Vollmer, der durchaus seine Verdienste hatte, sich ja nochmal in die alten Aktenkeller der Abtei Brauweiler begeben, in die Gestapo-Akten geguckt und das gemacht, was ja viele immer so gerne machen. Man beurteilt die Opfer aus der Sicht der Täter und Verbrecher und hat irgendwie nicht klar, dass natürlich die Verbrecher immer das schreiben, was sie gerne hätten. Und deswegen ist es wichtig und klar, und 2007 habe ich dies unter großem Beifall von fast 10.000 Leuten am Heumarkt gesagt: Can Jülich, du bist Widerstandskämpfer, du bleibst Widerstandskämpfer und du bist auch unser Vorbild und der Vorbild auch für junge Leute. Can gehört zu uns. Und der Can hat auch früher zu uns gehört. Mein erstes Erlebnis von dem Can ist ein Geruch. Nämlich der unnachahmliche Geruch von Fritten und Frikadellen auf dem Blumengörbchen. Und der Can hat, ich erinnere mich noch gut, einige Tage nach seinem Tod war eine Anzeige im Kölner Stadtanzeiger, wo eine Schule in Waldbröl dem Can dankte, dem Schulpaten dankte, dafür, dass er jungen Leuten immer gesagt hat und erzählt hat und dafür Zeugnis abgelegt hat, welch Leid und welches Opfer Rassismus, Faschismus und die Feigheit der Menschen bringen kann. Und der Can, der würde heute sagen, lasst nicht nach in der Verfolgung der braunen Mörderbande, die 10 Leute umgebracht und die Nagelbombe auf der Kolbstraße gezündet haben.